Ich schaue sehr, sehr gerne Handball, vor allen Dingen, wenn die deutsche Mannschaft gewinnt. Trotzdem war ich auch ein wenig enttäuscht beim letzten Turnier. Aber ich glaube, da haben wir keine Mannschaft gehabt. Wir haben zu viele Einzelspieler gehabt. Aber ansonsten, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir jedes Handballspiel an, gerade wenn unsere Nationalmannschaft spielt. Ich hoffe, dass man die Zuschauer auch mitnimmt. Ich hoffe auch, dass man sie darauf einstellt, wenn mal die Phase kommt, dass unsere Mannschaft nicht so gut spielt und so, dass man sie unterstützt. Ja, wir sind nicht der Top-Favorit. Es wäre toll, wenn wir ins Halbfinale kommen würden. Die Chancen sind da, wenn man alle zusammen wirklich daran glaubt. Und wenn der selbst, wenn ein besserer Spieler sagt, okay, es wird zu schwer und er nicht daran glaubt, sollte man sich auch von diesem Spieler ruhig trennen. Denn wir brauchen ein Team, damit dieses Team auch als deutsche Nationalmannschaft, als deutsche Handballnationalmannschaft auftritt. Man braucht schon Typen. Man braucht schon Typen, die wirklich wissen, worum es geht. Man braucht nicht vielleicht die besten Spieler, aber man braucht eine Mannschaft. Und diese Mannschaft muss funktionieren. Und gerade in den ersten Spielen wird der Druck enorm groß sein auf die Führungsspieler, auf die gesamte Mannschaft. Und ich hoffe und drücke die Daumen, dass sie da die ersten Spiele gewinnen werden. Und ich habe ja 1974 auch in der deutschen Mannschaft gespielt. Okay, wir hatten die ersten zwei Spiele gewonnen. Dann kam diese katastrophale Niederlage gegen die frühere DDR. Das war nicht einfach für uns als Spieler. Und wenn man da die einzigen Medien nochmal nachliest, was da alles über uns geschrieben worden ist, dann braucht man schon Typen, die stark sind und vor allen Dingen ein Team, die denn auch als Team auftreten. Und das wünsche ich der deutschen Mannschaft. Es wird nicht einfach, aber Deutschland, Sport Deutschland wird hinter unserer Handballnationalmannschaft stehen.